Ahoi Ninja, heute zeige ich dir, wie du Philipp Lapest ohne Gefahr farmen kannst. Außerdem erfährst du einen Trick, wie du alternativ und noch gefahrloser seine Belohnung erhältst. Ich bin Nijay und auf diesem Kanal dreht sich alles um Open-World-Spiele und MMOs. Philipp Lapest, der Giftbomben versprühende verfluchte Kapitän. Er ist aktuell der Season-End-Gegner und er spawnt regelmäßig in den Roten Inseln. Gerüchte besagen, dass es aber im Laufe der Season noch einen weitaus stärkeren Gegner geben wird. Zudem ist es aus meiner Erfahrung egal, ob ihr Lapest Panzerung, The Wailing Ward, zu Deutsch Klagende Zwinger, aus dem Kaperbrief besitzt oder auch nicht. In letzter Zeit kam die Meinung immer häufiger auf YouTube und im Netz auf, dass Torpedos sehr stark sind, weil sich Philipp Lapest kaum bewegt. Ich demonstriere, was ich von Torpedos halte. Ich habe ein Full-Torpedo-Setup mehrmals gegen Lapest genutzt. Lapest Giftpfützenmörser weicht ihr am besten aus, indem ihr unter 150 Meter oder mehr als 310 Meter weit entfernt seid. Mit Torpedos müsst ihr also immer auf mindestens 310 Meter Abstand bleiben. Andernfalls verursachen eure Torpedos 50% weniger Schaden. Ich bevorzuge es meist unter 150 Meter zu bleiben und so schnellstmöglich Schaden zu verursachen. Zudem ist mein Schiff in dem Bereich auch sicher vor Lapest Giftangriffen. Und die Kanonen machen nur wenig Schaden. Ein bestimmtes Setup bevorzuge ich tatsächlich nicht. Meist gehe ich mit meinen Sambuke, dem Flottenzerstörer, rein oder mit meiner Barke, die sich auf Überflutungsschaden spezialisiert hat. In letzter Zeit spiele ich auch eher, was Spaß macht und nicht, was am besten ist. Und das solltet ihr auch tun. 95% des Endgames kann man mit beliebigen Shift-Builds schaffen. Die Suicide-Daus solltet ihr möglichst nah an Lapest töten. Die Pest unterscheidet nicht zwischen Freund oder Feind. Die Taktik wurde seit dem Patch 1.3 genervt, ist aber immer noch valide. Wenn du jetzt Lapest erfolgreich geplündert hast, musst du nur noch den Abonnier-Button ändern, um kein weiteres Video zu verpassen. Besonders guten Wind und Entsegeln kriegen die Leute, die zusehen, ein Like oder einen Kommentar hinterlassen. Es gibt auch noch eine Möglichkeit, Lapest-Belohnung zu farmen, ohne ihn überhaupt zu töten. Dafür benötigt ihr nur Köpfe von Lapest-Kapitän. Die erhalten wir vom Pestbringer. Das sind die kleinen Lapest-Schiffe von Typ B da. Wenn ihr die Pestbringer mit dem Fernrohr betrachtet, erspäht ihr euch schon den Kopf eines Kapitäns. Eine Map mit möglichen Spawnpunkten und deren Routen habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. Das sind nicht alle Spawnpunkte, aber das sind die, die ich als am zuverlässigsten empfinde. Die unterschiedlichen Farben sind die Spawnpunkte und markieren die Routen. Von der jeweiligen Farbe ist immer nur ein Spawn aktiv. Sobald einer der Pestbringer gekillt wurde, spawnt innerhalb von 5 Minuten an einen der Spots mit der gleichen Farbe ein neuer Pestbringer. In den indischen Niederlanden habe ich zwar auch ein paar gefunden, aber nicht zuverlässig. Um ehrlich zu sein, bin ich auch in den Niederländisch-Indien, abseits von meinen Farmrouten und Fortüberfällen, auch nur sehr wenig unterwegs. Um es nochmal zu sagen, meine Map ist auf keinen Fall komplett, aber gibt sehr gute Anhaltspunkte. Wenn ihr jetzt mindestens 10 Köpfe erobert habt, spawnt immer wieder ein Lapest-Gegner in eurer Nähe. Die tötet ihr so lange, bis ihr die Lapest-Fraktion auf feindlich Stufe 4 habt. Dann besteht die Chance, dass ein Pest-Schiff mit einem Leuchtsignal auftaucht. Passt auf! Der Gegner hält zwar nur genauso viel aus wie die anderen Lapest-Elite-Schiffe, verursacht aber wesentlich mehr Schaden. Am Ende erhaltet ihr genau den gleichen Loot wie vom Lapest. Um die Feindlichkeit beim Farmen nicht zu verlieren, lohnt es sich, das Ganze in einer Gruppe zu erledigen. Heiliges Opfer! Du, Kapitän!
aussichtslosen Kampf. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Jede Sekunde. Die Segel sind hinter uns. Fluch, der Piraten. Segel einholen. Wie wehren wir uns gegen dieses Feuer aus allen Rohren? Bereit zum Feuer! Die neuen Löcher stehen Ihrem Schiff echt gut! Gehen wir näher ran! Verflucht, der Piraten! Nochmal vielen Dank für euren Support in den letzten Videos. Abonniert den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Jetzt zieht los und holt euch den Kopf von La Peste und macht der Plage endlich ein Ende. Ich bin Nietzsche und don't forget, we are the Shadow.